Ich dachte eigentlich, eine beschissene Karre im Transporter reicht, aber nein, ich musste jetzt noch eine zweite beschissene Karre einladen. Das muss auch noch hier rein. Das muss auch noch rein. Das ist absolute Frechheit, Alter. Geil, oder? Dann kommst du rein, dann siehst du einfach sowas. Hier auch, abgeworfen. Oh, jetzt. Weißt du, was das ist? Stahlwerk. Stahlwerk. Schuh! Wir fahren jetzt nach Österreich zum Wörthersee. Dort treffen wir Swifty, Marius und Co. Also eskalieren richtig. Ich muss mir jetzt erstmal ein paar Stunden Fahrt hier mit dem Dulli geben. Gar keinen Bock drauf. So, Freunde, wir sind in Österreich angekommen. Ihr könnt es schon sehen, nur Bekloppte hier auf Enduro und Supermoto unterwegs. Und heute werden wir das allererste Mal mit dem FMF ein paar Wheelies ziehen. Servus, grüß Gott. Geiler Helm! Danke! Oh, Junge! Alter, what the fuck? Er hat gerade einfach so einen Handscrape rausgehauen. Oh, Junge! Schön in den Coaster rein, runterschalten. Ja, Mann! Alter, das Vorderrad dreht so schnell! Digga, geiler Scheiß. Junge, mein Kampf, wir mit keine Circles mehr machen. Ich will, dass du jetzt gleich mal testest. Komm. Ja, wie andersrum? Du hast gesagt, die kann man nicht mehr circlen, Bro. Ja, anders, so rum, ja. Du musst, komm, links rum circlen. Okay. Kannst du es noch mal machen? Ich hab das nicht gesehen. Ja. Ich schwör's dir, das geht geschmeidig, als hättest du den Reifen mit Vaseline eingeschmiert. Boah, Junge! Wow! Das ist der Bike Life hier. In Österreich, Mann. Alter! So ungewohntes Speeding, das jetzt gerade hat. Du bist einfach King. Wirklich, richtig gut. Zeig mal, was das Ding so drauf hat. Ganz piano? Ich will hier nicht den Notarzt rufen, ne? Oh Gott, oh Gott! Das ist geisteskrank. Oh, heilige Scheiße! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Digga, da fahre ich ja nicht mal hinterher. Junge, ist die geistesgestört. Alter, was ist denn mit ihr los? Das sind alles Psychopathen. Komplett behindert. Oh Gott! Du heilige Scheiße! Ich hoffe, deine Eltern wissen nicht, was du hier machst. Du bist nämlich absolut geistesgestört. So was habe ich noch nie erlebt. Ich musste gerade abbrechen, weil mir das zu schnell wurde. Kein Scheiß. Da ist auch noch so ein beklopptes Mädel. Die fahren ja irgendwie alle einfach auf den Wettbewerbsmaschinen, auch ohne Kennzeichen, ohne alles. Oh. Ich wollte helfen. Du bist auch ein bisschen Banane, ne? Was zum Fick passiert hier? Wo sind wir hier gelandet? Die Österreicher spinnen einfach alle komplett. Ich darf jetzt noch Husqvarna TE 125 fahren, also das Bike, was ich mir eigentlich holen wollte. 125 Kubik, Zweitakt, unfassbar geiles Design, aber du hast mir gerade schon gezeigt, da kommt bald ein neues Dekor drauf, schön mit Chrom, mit allem Pipapo drauf. Hast du sonst noch was an dem Motorrad gemacht? David Borstaufkleber. Ja, Mann. Falls ihr euch fragt, woher diese Sticker hier kommen, die gibt es bei mir im Shop. Link ist in der Beschreibung, checkt das gerne ab. Was ich aber auch nice finde, hier die Felgen. Hast du das selber geklebt? Einfach geklebt. Krass. Ja, erstmal. Ah, ey. Oh, der Sound, Digga. Shit. Hat sich jetzt der nächste hingelegt?
Wow! Digga, ist dein Rücken okay? Alter! Moin! Was halten Sie denn hier von der Jugend auf den Motorrädern? Ist das eine gute Sache oder alles nur Krawallmacher? Krawall gibt's mehr. Wenn 50er MS kommt. Was ist denn eine 50er RS? Puch. Puch? Buchmoped, ja. Ah, hier ist auch noch eine schöne Zweitakter. Hat sie echt noch nie aufgestellt. Ja, die geht gut aufs Hinterrad. Ich mach mal für dich ein Wheelie, okay? Sah gut aus. Geil. Okay, Leute, jetzt zieht euch das mal rein. Also, das ist eine TM Supermoto aus dem Store, direkt komplett eingetragen, sagt Marius. Dann haben wir hier einen brutal verfärbten Krümmer, der mega aussieht. Vorne ist der Luftfilter hier unter dieser Abdeckung. Und hier ist einfach der Tank. Digga, wie geil ist das denn? Das habe ich noch nie gesehen. Hier wird geschoben. Hast keinen Sprit mehr oder was? Nein, Gott, ich krieg's nicht angekickt. Kriegst du ihn angekickt? Dann lass mal den Mann ran hier, warte mal. So, trete zurück. Boah. Alter, die geht ja ganz schön schwer an, ey. Ja! Danke. Die Dame darf ich bitten? Immer zu ihren Diensten. Also ich muss sagen, das war eine sehr, sehr schöne Fahrt. Vielen lieben Dank nochmal, wenn du das Video siehst, für das Vertrauen. Du hast ein wunderschönes Motorrad. Pfleg es gut, heg es gut, verkauf es nicht. Und vor allem das Allerwichtigste, geh verdammt nochmal steil. Da denkt ihr auch nur so, warum zur Hölle hat der Typ einen Helm im Auto auf? Und natürlich werden wir hier an dieser wunderschönen Tankstelle mit Pace tanken. Und zwar, ihr seht es schon, zahle direkt an der Zapfsäule mit Connected Fueling. Das heißt, ich klicke hier jetzt einfach drauf, dann kann ich hier auswählen, Tankvorgang starten, Zapfsäule 1, Tankvorgang läuft. Einmal Diesel, zack, halten das Ganze rein, machen wir den Kahn mal voll. Und ihr seht schon hier, du kannst jetzt weiterfahren, deine Bezahlung war erfolgreich. So Freunde, wenn ihr jetzt Pace Drive kostenlos testen wollt, dann klickt verdammt nochmal den Link in der Beschreibung an. Ihr werdet es nicht bereuen. Kuss, Kuss und jetzt geht's weiter. Ein Wheelie können wir machen. Wenn ich von der Polizei gepackt werde, teilen wir uns die Knolle, okay? Perfekt, sehr schön. Alter! Ich habe die Skepsis besiegt, oder? Habe ich dich überzeugt, ja? Guck, biegst du einfach wieder gerade für die Polizia und dann, s'il vous plaît, et voilà, wie neu.